Wir haben eine weitere Rejection für Bitcoin bei unserem super wichtigen Widerstandslaster gesehen. Und das trotz der guten Wirtschaftsdaten. Weshalb das so ist und noch vieles mehr besprechen im heutigen Video. Bleibt also bitte vom Anfang bis zum Ende dran, um nichts Wichtiges zu verpassen. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie. Ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Ein Grund, weshalb wir jetzt einen Rücksetzer sehen können, ist, dass die US-Regierung mal wieder Bitcoin im Wert von 590 Millionen Dollar verschoben hat. Verschieben heißt natürlich nicht zwangsweise, dass sie diese auch verkaufen müssen, weil Coinbase ja auch tatsächlich die Verwahrungsdienstleistung für die US-Regierung anbietet. Aber die Tatsache, dass sie die Bitcoin erst auf die institutionelle Coinbase-Wallet geschickt haben und diese dann später auf die Coinbase Prime-Wallet weitergeleitet haben, das lässt zumindest darauf schließen, dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verkauft werden oder schon verkauft worden sind. Normalerweise werden die Bitcoin nämlich nur zu dieser speziellen Wallet geschickt, wenn die verkauft werden sollen. Im Übrigen, auch wenn ich es die letzten beiden Tage ja offensichtlich nicht geschafft habe, euch ein Video zu machen, da ich am Reisen war und es leider keine Möglichkeit dazu gegeben hat, habe ich euch trotzdem weiterhin auf Twitter und auf Telegram auf dem Laufenden gehalten. Falls ihr mir also auf Twitter noch nicht folgen solltet und auch noch nicht meinem Telegram-Channel beigetreten seid, dann holt das bitte unbedingt nach, um immer up to date zu bleiben. Ich habe dort auch schon den ein oder anderen Chart gepostet und in der Zukunft werden immer mehr Live-Trade-Setups dort gepostet werden. Alle wichtigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem würde ich mich natürlich mega darüber freuen, wenn ihr ab und zu mal meine Videos schaut und noch nicht abonniert habt, dass ihr das unbedingt nachholt und auch unbedingt die Glocke aktiviert. Dann lasst uns aber auch jetzt direkt weitermachen, denn wenn wir uns mal diesen Chart hier anschauen, dann sehen wir die letzten beiden Male, wo sie bedeutend weniger Bitcoin verschoben haben als jetzt. Und jedes Mal hat es zu einem zwar kurzfristigen Abverkauf, aber nichtsdestotrotz zu einem Abverkauf geführt. Und wenn sie jetzt wirklich die 10.000 Bitcoin verkaufen sollten, dann wird es auch in einem Abverkauf enden. Denn der Markt ist momentan einfach in einem Downtrend und wir haben super wichtige Widerstandslevel über uns, die uns auch nochmal runterdrücken. Okay, dann sind ja gestern auch noch die CPI-Daten rausgekommen und diese waren tatsächlich besser ausgefallen als erwartet, zumindest die normale Inflation. Die ist nämlich im Jahresvergleich auf 2,9% gesunken, obwohl er 3,0% erwartet gewesen ist. Wohingegen die Kern-CPI-Daten, also ohne Lebensmittel und Energiepreise, die ist mit 3,0% genauso wie erwartet gewesen. Wir sehen also, dass die Inflation immer weiter zurückkommt. Und tatsächlich ist das sogar das erste Mal seit 2021, dass wir wieder eine Inflation von unter 3% gehabt haben, was die traditionellen Märkte auf jeden Fall positiv aufgenommen haben. Außerdem sind heute noch andere wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden, wie zum Beispiel die Initial Jobless Claims und die Retail Sales, die auch besser als erwartet ausgefallen sind. Bei den Initial Jobless Claims waren 236.000 erwartet worden und am Ende des Tages waren es dann 227.000. Die Daten sind also 2 Wochen hintereinander gesunken und 2 Wochen hintereinander stärker als erwartet, was natürlich gerade nach der schlechten Arbeitslosenzahlen von vor 2 Wochen wieder Vertrauen in den Markt zurückbringt, dass die USA doch nicht in einer Rezession sind. Das Ganze spiegelt sich auch in den Fed Futures wieder. Hier kann man nämlich sehen, dass obwohl wir hier gestern noch bei 50-50 gewesen sind, heute gerade mal noch 23% damit rechnen, dass die Fed dazu gezwungen sein wird, die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken. Aber an dieser Stelle will ich auch noch einmal sagen, dass es an und für sich keine schlechte Sache ist. Es ist nämlich besser, dass die Fed die Zinsen langsam und sicher senkt, weil sie es kann, als dass sie zu schnell senken, weil sie es aufgrund einer Rezession müssen. Und wenn wir jetzt auch nochmal auf den S&P 500 springen, dann kann man auch sehen, dass dieser gestern und heute insgesamt positiv auf die Daten reagiert hat, während Bitcoin und der Kryptomarkt allerdings in der erster Linie nach unten gegangen sind. Der Drop am Kryptomarkt lag schon mal nicht an den traditionellen Märkten. Vielmehr ist es eine Kombination aus den von der US-Regierung verschobenen Bitcoin und auch der Tatsache, dass wir so etwas öfter bei Bitcoin sehen können. Denn wenn Bitcoin zur Veröffentlichung von wichtigen Daten an einem Widerstand ist, dann sehen wir oftmals ein Pullback. Und das Ganze auch genau andersrum. Denn wenn Bitcoin zu dem Zeitpunkt an einer Unterstützung ist, dann sehen wir oftmals ein Bounce. Solange die traditionellen Märkte jedoch weiter nach oben laufen und auch Tether und Circle weiter fleißig drucken, so wie ja auch in den letzten Tagen, wo Tether mal eben 1 Milliarde an neuen Stablecoins gedruckt hat, da würde ich mir langfristig keine allzu großen Sorgen machen. Und wo wir schon mal bei Stablecoins sind, da lasst uns noch darüber sprechen, dass es gestern eine Riesenankündigung von Jeremy Allaire, dem CEO von Circle, gab, also dem Herausgeber von USDC. Das Ding ist nämlich, die meisten Leute kennen mit Sicherheit die letztens vorgestellte Tap-to-Pay-Funktion von Apple, wo man einfach 2 iPhones übereinander hält und kontaktlos bezahlen kann. Das ist ja an und für sich schon eine richtig coole Sache, lief allerdings bis jetzt über die ganz normalen traditionellen Finanzrails, wie ihr sie kennt, und hat nichts mit Krypto zu tun. Jetzt kommt es allerdings, Apple öffnet den Zugang zum
NFC-Chip für Entwickler, was es ermöglichen wird, genau so eine Funktion auch mit Blockchain-Technik zu verknüpfen. Der CEO von Circle hat also angekündigt, dass wir bald Zahlungen in einfachster Art und Weise effizient und Mainstream geeignet mit USDC über die iPhone Tap-to-Pay-Funktion machen können. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Riesenboost für die Krypto-Adoption geben wird? Bis jetzt ist Krypto ja ziemlich kompliziert, da brauchen wir uns echt nichts vorzumachen. Für den Otto-Normalverbraucher ist das in der jetzigen Form nicht massentauglich. Zu viele verschiedene Blockchains, zu viele verschiedene Kryptowährungen und es reicht nur ein ganz kleiner Fehler und das ganze Geld ist weg. Außerdem haben viele Leute hier Angst vor der hohen Volatilität von Krypto. Und mit USDC gibt es keine Volatilität und mit Tap-to-Pay gibt es, um ehrlich zu sein, keine einfache Art und Weise, wie man Geld selbst unabhängig von Krypto verschicken kann. Das ist also der perfekte Einstieg für alle Krypto-Neulinge, um sich mit all den Vorteilen von der Blockchain-Technologie bekannt zu machen. Vor allem ist das Coole, dass durch die Öffnung von Apple NFC-Chips das Ganze von den Entwicklern auch für andere Kryptowährungen ausgeweitet werden kann. Und so wird wirklich jeder Apple-Nutzer auf absehbare Zeit einen mega einfachen Zugang zum Kryptomarkt haben. Außerdem ist es ja so, dass wenn Apple vorzieht, dann wird Google mit Sicherheit früher oder später nachziehen. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert von der Ankündigung und ich kann mir vorstellen, dass diese Art und Weise, wie Krypto im Mainstream benutzt wird, für immer verändern werden könnte. Und vor allem auch, wenn die Händler dann erst einmal ihre Systeme darauf angepasst haben und man nicht nur untereinander, sondern auch im Geschäft damit bezahlen kann. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich die ganze Sache entwickeln wird und wann vor allem die ersten nutzbaren Apps dafür rauskommen werden. Und um diese Zeit bis dahin zu überbrücken, gibt es noch was Neues. Und zwar hat MetaMask zusammen mit Banks und Mastercard eine Krypto-Debit-Card angekündigt, bei der ihr eure Kryptowährung direkt von eurer MetaMask-Wallet für Zahlung nutzen könnt. Was auch schon eine mega praktische Sache ist. Und solange es nicht möglich ist, die Zahlung bei normalen Händlern direkt über die Blockchain abzuwickeln, ist das auf jeden Fall das Einfachste, was man tun kann, wenn man seine Kryptowährung nicht nur hodeln, sondern auch zum Bezahlen nutzen möchte. Vor allem halt auch in Deutschland gestartet wird das Ganze erst einmal testweise für eine gewisse Anzahl an Nutzern in der EU und im Vereinigten Königreich, also der UK. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das was für euch wäre und ob ihr schon mal Kryptowährung zum Zahlen genutzt habt. Und wenn ja, wie habt ihr das getan? Was wir außerdem beobachten können, dass wir langsam aber sicher in Richtung Supply Shock für Bitcoin kommen, denn es wurden schon 94% des gesamten Angebots der zur Verfügung stehenden Bitcoin gemined. Das bedeutet, in den nächsten 116 Jahren werden gerade mal noch 6% neue Bitcoin ans Angebot kommen. Immer kleiner, während die Nachfrage umso schneller und stärker und größer wird. Denn alleine Morgan Stanley hat für sein eigenes Portfolio gerade mal wieder Bitcoin im Wert von 187 Millionen Dollar gekauft. Und wir brauchen uns ja nur die ETF-Zuflüsse in den letzten paar Monaten anschauen, um zu sehen, wie riesig die Nachfrage jetzt schon ist. Und wenn wir schon bei den ETF sind, dann lasst uns noch einen kurzen Blick auf den Ethereum ETF werfen. Denn dann können wir sehen, dass wir jetzt nur zum ersten Mal seit der Zulassung 3 Tage hintereinander Zuflüsse gehabt haben. Nachdem wir ja durch Grayscale in der ersten Zeit eine ziemlich lange Abflussserie gehabt haben, ist es schön zu sehen, dass der Trend zumindest scheinbar langsam aber sicher in die richtige Richtung geht. Ich werde das auf jeden Fall zusammen mit der Ethereum Chart weiter im Auge behalten. Und wenn ihr keine wichtigen Sachen verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal und aktiviert auch unbedingt die Glocke. Dann lasst uns jetzt auch mal zu einer weiteren extrem wichtigen Sache kommen. Und zwar sollen laut der LA Times die Daten und Sozialversicherungsnummern von sage und schreibe 2,9 Milliarden Menschen gestohlen worden sein. Und der Großteil davon auf einem Online-Marktplatz zum Verkauf angeboten worden sein. Und bei der Sozialversicherungsnummer handelt es sich in den USA, soweit ich das weiß, um eine der absolut wichtigsten privaten Informationen. Das zeigt wieder einmal mehr, wie wichtig es ist, dass man seine Privatsphäre und Sicherheit in die eigene Hand nehmen sollte. Vor allem halt auch vor dem Hintergrund der MiCA-Verordnung. Wo bald alle in der EU ihre Identität eindeutig mit ihrer Wallet verknüpfen müssen. Wenn die Daten gehackt werden, weiß jeder Hacker da draußen oder auch die Person, die die Daten gekauft hat, ganz genau, wie ihr heißt, wo ihr wohnt und wie viel Geld ihr wo liegen habt. Weil Kryptowährungen eben nicht anonym, sondern pseudonym sind, im schlimmsten Fall können sie auch einfach bei euch vorbeifahren und euch zwingen, den Ledger rauszurücken. Aus diesem Grund kann ich auch wirklich nur jedem dazu raten, einen VPN zu nutzen, um eure Privatsphäre und Kryptosicherheit zu schützen. Ein VPN kostet nicht viel, kann euch aber im besten Fall echt vor einer ganzen Menge Ärger oder den Totalverlust eurer Krypto schützen. Vor allem mit der Nord Protection. Die schützt einem nämlich noch einmal zusätzlich vor bösartigen Links und so weiter. Wie gesagt, ich kenne persönlich keine einzige Person im Kryptoraum, die kein VPN benutzt. Und vor allem spart ihr auch mit meinem Link unten in der Videobeschreibung noch einmal 73%. Also meiner Meinung nach wirklich ein No-Brainer. Wenn wir dann jetzt auch nochmal auf den Bitcoin-Chart springen, dann können wir sehen, dass wir immer noch die EMAs über uns haben und auch dieses Widerstandsklasse, welches beide super starke Widerstände sind, über die Bitcoin es erstmal wieder schaffen muss.
Jedoch hatte ich euch schon in den letzten Videos davor gewarnt, dass ich nicht glaube, dass wir da in einem durchbrechen werden und wahrscheinlich noch einmal die Lows hier noch einmal antesten würden und dass meistens noch 50% des Wicks gefüllt werden, welche bei je nachdem, auf welchem Chart ihr da schaut, zwischen 51 und 52.000 Dollar liegt. Jetzt hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir ein Fair Value Gap unter uns hatten, welches wir auch gefüllt haben und einen kleinen Bounce gesehen haben, der jedoch nicht stark genug war, um uns über die wichtigen Level zu bringen. Von daher befinden wir uns momentan meiner Meinung nach in einem No-Trade-Level. Wenn ihr gerne long gehen wollt, dann würde ich tatsächlich darauf warten, dass wir die 62.000 Dollar nachhaltig nach oben hin durchbrechen oder hier unten bei 52.000 einen Boden bilden. Also würde ich im Moment tatsächlich nichts tun und den Preis erstmal sein Ding machen lassen. Wir könnten jedoch aufgrund der guten Daten noch einmal das Widerstandscluster antesten und dort die Liquidität abholen. Und wenn wir dann noch einmal rejected werden, dann könnte man da noch einmal einen Trade eingehen mit einem Stop-Loss über den 62.000 Dollar. Falls ihr jedoch gerne später einen der Trades mit mir nehmen möchtet, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr einen meiner Börsenlinks unten in der Videobeschreibung dazu nutzen würdet. Dadurch unterstützt ihr nicht nur ganz nebenbei meine tägliche Arbeit für euch, sondern bekommt noch die Chance, ein paar richtig coole Bonis abzustauben. Und wenn das noch nicht genug ist, dann bekommt ihr exklusiv mit meinem Bitgate-Link nochmal 20% Rabatt auf sämtliche Handelsgebühren. Egal, ob ihr den Markt shortet, longet oder einfach nur Spot kauft. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.